Ja, hier, das ist doch schon viel besser. Wenn ich jetzt noch da... Ach, siehst du mal. Ha, ha, ha. Siehst du mal, so gut sind wir nämlich. Ja, guten Tag, meine lieben Zugucker. Herzlich willkommen wieder zurück zu Prey Part Nummer 18. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben hier den ganzen Spaß aufgeräumt und wir können jetzt hier wieder überall hin. Wir waren, ja, das letzte Mal habe ich mich nur ganz sanft und ganz leicht, ich muss das Mikro ein bisschen zu mir packen, ganz leicht erschreckt. Das war wirklich, come on, war gar, achso, warte mal, wir kamen von hier, oder nicht? Lass mal, kam man von hier? Huch, was ist das denn? Nee, von hier kann man nicht ausschalten. Zentrale Energieversorgung. Oh, verfickte Scheiße. Okay. Und damit kann man einfach... Wieso sollte ich das ausmachen? Oh, wahrscheinlich wegen den... Oh Gott, jetzt habe ich mich schon wieder erschreckt, Mann. Eieiei. Okay. Wahrscheinlich wegen irgendwelchen Türen, die wir gegebenenfalls zumachen können. Oder aufmachen. Ich will die Scheiße aber laufen lassen. Dieser Wissenschaftsoperator, gell? Die sind so verdammt laut. Mann. So, was soll... Ich muss noch mal kurz gucken. Die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her. Also, was ist das denn? 9mm Munition. Kann mich einmal wegschießen und dann... Ja, macht sogar mehr Sinn. Was ist denn unser Ziel jetzt hier nochmal? Umweg. Geh durch die Psychoskop-Kalibrierungskontrollpunkt. Okay. Finde das Besatzungsmitglied... Josh Dalton in den Guts. Genau, das wollen wir machen. Wer war die Samba? Hol den Schlüssel. Findet Josh Dalton. Ja, lustig. Josh Dalton. Atrium. Wo ist Josh Dalton? Ist beides, ne? Lass mal kurz gucken. Ich muss nach dem Symbol schauen. Das mache ich mal weg. Das mache ich auch weg. Verdammte Scheiße. Ich mache das Ding gleich kaputt, gelle. War... Hier oben waren wir aber noch. Da oben waren wir noch nicht, gell? Was ist das jetzt hier? Hallo, Dr. Yu. Was ist das denn? Was ist das? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Scheiße, da ist ein Phantom. Okay. Eindämmungsschild öffnen. Oh, shit. Keine guten. Oh. Ist da was drin? Nein. Dann machen wir hier das. Eindämmungsschild machen wir auch mal weg. Gibt's ja auch wieder einen Jumpscare, oder? Naja, immerhin. Scan abgeschlossen. Wunderbar, jetzt haben wir eine kinetische Explosion. Das ist halt auch ganz nett, ne? Ist eigentlich ganz geil. Verwandeln ist halt richtig, richtig cool. Weil dann können wir uns in Mimics. Du tarnst dich in... Dem du die Gestalt eines Objekts in der Nähe annimmst. Das ist halt wirklich cool, ohne Scheiß. Können wir uns beispielsweise durch eine Tasse, können wir uns durch kleine Fensterchens oder was weiß ich, teleportieren. Nicht teleportieren, sondern halt einfach dann durchflutschen. Also wisst ihr, so ein kleiner Spalt und weil wir eine Tasse sind, können wir dann da einfach durchflutschen. Das ist halt ganz cool. Telepathie ist auch ganz nett, aber... Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ja, genau. So, und du bist bestimmt ein Jumpscare. Keine neuen Daten. Okay. Ich würde ja gerne... Ich weiß nicht, warum es jetzt hier so ein komisches Geräusch gegeben hat. Alter, dieser Wissenschaftsoperator, gell? Ich würde dich gerne... So, das geht alles automatisch runter. Wie kommen wir denn da mal hoch? Weil ich würde... Jetzt mal ehrlich, geht das eigentlich nicht? Also, wollen wir das mal testen? So. Hallo, Dr. Yu. Hi, geh mir nicht auf den Nerv. Mann, 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 Mann. Pass mal auf, können wir, wenn da jetzt hier so ein Glue-Dings hingeht, das funktioniert, dann können wir nämlich hier hochklettern. Also, theoretisch könnten wir dann da hochklettern. Och, Digga, das ist nicht dein Ernst. Digga, das ist nicht dein Ernst. Ich kann da nicht drauf. Doch, jetzt. So, und dann hier nochmal. Wow. Dann einmal da. Geht das? Na, machen wir noch eins oben drauf. Das nicht Hallo. Funktioniert. Wirklich jetzt? Sag mal. Hallo. Wow.
kann ich dich einfach kaputt machen? Das ist ja super nervig. Ich will ihn aber irgendwie auch nicht kaputt machen, weißt du? So, dann einmal hier. Und dann noch einmal da. Oder ist es zu klein? Ach so, ja, hahaha. Weißt du was, warum? Das ist zu klein. Ganz einfach. Machen wir hier mal kaputt. Komm weg mit dir. Wo ist unsere Glukanone? Da oben. Dann. Ja, hier. Das ist doch schon viel besser. Wenn ich jetzt noch da... Ach, siehst du mal. Hahaha. Siehst du mal. So gut sind wir nämlich. So, dann können wir... Hallo. Zum Anvisieren. Ah, ist das links eine Mimik? Forschung abgeschlossen. Okay, was ist das? Geschütz. Ja gut, das passt. Und was ist das hier? Das ist eine scheiß Mimik. Du kleines Drecksding. Scan abgeschlossen. So, wunderbar. Weitere Proben benötigt. Ja, ja, wir machen uns ja gleich die Probe. Beziehungsweise, ey, weißt du was, du kleine scheiß Mimik. Ich mach mir kaputt. Komm her. Ah, hey! Jetzt trifft's uns doch. Kommst du? Sag mal. Hoppala. Komm, gib mir das Scheißding. Und was haben wir denn da? Oh, das ist ja... Oh, das sieht ja alles sehr interessant aus. Wir machen wieder einen Schnellspeichern. Und guck mal, was geht hier so? Ach, komm! Fucking on! Okay, weißt du was? Arschloch. Kleines Mistvieh. Und noch einmal. Bam! Mann, die, ich sag's euch, diese Mimics, gell? So, ich scanne hier lieber mal, bevor noch irgendwas ist. Okay, wir haben hier, was ist, okay, hier ist irgendwie irgendwas kaputt. Es macht aber nichts. Was haben wir hier? Helen Barkers Comms. Okay, gucken wir mal, wir lesen von unten, ja gut. Helen V01065537 hat in den letzten 24 Stunden weitere Symptome von Instabilität gezeigt. Proband drückte morbide Neugier gegenüber kleinen Objekten nutritiver und nicht nutritiver Natur in seiner Umgebung aus und versuchte sie in den Mund zu nehmen und zu verzehren. Erste Diagnosen deuten auf REM-Pikazismus hin. Hierzu... kam es jedoch vor dem Experiment mit dem Telepathen keinerlei Anzeichen. Was? Hierzu gab... Achso, ja. Wir schließen mögliche Suizidversuche nicht aus, obgleich das Testsystem sich nicht bemüht, sein Verhalten zu verheimlichen. Ich werde als nächstes eine endoskopische Untersuchung vornehmen, um sicherzugehen, dass nichts in der Speiseröhre oder in den Eingeweiden feststeckt. Mitsuko. Wow. Dr. Helen Barker Combs. 37 ist weiterhin wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung. Wie angeordnet wurde, wurden dem Gefangenen keine Beruhigungsmittel verabreicht, um sein System für die anstehende OP nicht zu belasten. Ebenso keine Nahrung, ausschließlich Wasser. Er ist passiv und schwankt lediglich vor und zurück, starrt auf einen leeren Punkt an der Wand und murmelt leise auf Russisch. Ich verstehe nicht, was er sagt. Soweit wir beobachten konnten, hat er bislang keine Versuche unternommen, sich etwas anzutun. Diese Volontär scheint nicht suizidgefährdet zu sein, vielmehr desorientiert in einer Art von Schlaftrunkenheit. Haben wir hier noch Enzephalektomie. Helen, ich glaube, wir haben alles aus 37 herausbekommen, was durch reines Reden möglich ist. Setzen Sie einen OP-Termin für die Tage an. Wir sollten es so bald wie möglich herausholen und analysieren. What the fuck, Digga, was habt ihr mit dem Vieh gemacht, mit dem Kerl gemacht? Was ist das hier? Munition? Teifenmimese. Ja gut, das ist noch mehr Munition. Das hat sich damit nämlich jetzt auch erledigt, dass wir unsere Munition wegwerfen können. Oh, da ist eine Notiz. Wow, ich habe eine Notiz aufgenommen und kann sie nicht lesen, oder was? Oh, was haben wir denn jetzt hier? Nullwellentransmitter. Der in der Psychotronik entwickelte Nullwellentransmitter strahlt einen Signalstoß aus, der kurzzeitig die Psi-Fähigkeiten desjenigen unterdrückt, der sich im Strahlungsweg befindet. Mit RT kannst du sie werfen, aber perfekt. So, was war jetzt mit den Notizen? Da unten ist auch noch eine Notiz, oder nicht? Nee, ist keine Notiz. Ja, wow. Lass uns mal ganz kurz gucken, wo haben wir denn hier die Daten? Ja, Phantom. Ja, gut. Das können wir alles nochmal lesen, aber nicht jetzt. Pläne, Zugangsdaten. Ach ja, hier, guck mal, da haben wir doch hier Volontärquartiere 1737. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal was genommen. Wunderbar.
So. Ich finde die Taschenlampe tatsächlich auch ein bisschen hell manchmal. Das Geschütz. Wo ist das? Oh nein! Oh nein, was mit dir? Ich kann den Weber durch die Wand hören. Ich wette, das verdammte Ding freut sich. Wie geht's Ihnen? Ich habe die Phantoms mit ein paar Nachtlichtern weggelockt. Und an alles, was sicher kein Mimik ist, Zettel geklebt. Ihnen? Gut, bin in der Waffenkammer. Musste nur einen Mimik zerquetschen, der mit reingeschlüpft ist. Hab alles abgeriegelt. Was ist der Plan? Warten auf Rettung? Alex wird unsere Mods rausholen, wenn wir das hier überleben. Wollen Sie den Dreck hier behalten? Vielleicht kämen wir durch die Guts raus. Und dann hoch zum Arboretum. Okay. Sagen Sie an. Okay, dann haben wir hier auch noch eine Notiz. Ah ja, okay, was ist das? Eine Glukanone nehmen wir mit. Armer Rory Mannion, der hat's leider nicht geschafft. Wir gehen erstmal hier ins Lab. Komm her. Oh, nice. Aber ich wollte gerade sagen, hier kann ich doch drüber springen. Ach, scheiße, da hinten ist ein Phantom. Warte mal, den mache ich so. Wo bist du, kleiner Sack? Da bist du, ne? Ja. So, warte mal, kann ich dich nochmal scannen? Nein. Oh, shit. Falsche Dings. Ja, komm her. So, wunderbar. Ich mag die Pistole tatsächlich. Noch ein Waffen-Upgrade. Nice, Stein. Ey, so gut, dass wir hier einfach sind. Dieses scheiß Wissenschafts-Dings, gell? Das ist so laut. Ich weiß wirklich nicht, wieso. So, kann ich dich eigentlich reparieren, weil du scheinst ein bisschen kaputt zu sein. Ich kann dich nur verstärken. Ich kann nichts mit dir machen. Okay, passt auf. Wir gehen jetzt wieder rein. Hi. Ist hier noch ein Phantom? Ich wollte gerade sagen. Ist hier irgendwo eine Mimik? Weil wir haben ja hier eigentlich unser Stuff. Nee, es sieht gut aus bisher. Notiz, der hat hier wirklich alles festgeklebt, gell? Not a Mimic. Das ist ja lustig, ey. Das sind so kleine Details in dem Game. Das ist so cool. Guck dir das an, Not a Mimic. Überall. Not a Mimic. Oh, das ist aber... Okay. Ich habe hier kein gutes Gefühl. Fuck you. Was ist jetzt hier umgefallen? Ey! Ich habe hier doch mein Scanner. Was soll das denn? Das verstehe ich nicht. Ich habe hier doch meinen Scanner. Also, come on. Was soll das? Ach so, das Medikit war jetzt... Ah, okay. Ich dachte, das Medikit wäre tatsächlich... Was ist hier oben? Not a Mimic. Okay, das sieht alles gut aus. Du bist ein Wissenschafts-Bodybot-Bot. Hallo? Hallo? Verhaltensbiometrie. Ey. Gib mir das. Wo bist du? Was können wir hier machen? Komm her, mach mal auf. Scheiße, was bist du denn? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Großer Mimik. Ich bin mir nicht sicher. Großes Mimik. Eine Vorab-Untersuchung zeigte, dass Exemplar 14 größer ist als die anderen Mimik-Experimente. Ne, Exemplare. Exemplar 14 hat mehrfach gezeigt, dass es in der Lage ist, deutlich größere und komplexere Objekte nachzubilden und dass damit seine Fähigkeit weit über die aller anderen Exemplare hinausgeht. Und damit nicht genug, viele dieser Nachbildungen scheinen voll funktionsfähig zu sein. Was? Ist eigentlich ganz cool auch. Kann ich dich kaputt machen? Oh scheiße, da kommen noch mehr raus, oder was? Oh nein. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das Vieh macht ja halt einfach ein Familienbild. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Was zum Teufel? Was geht hier? Ist da auch noch was drin? Was ist dein scheiß Problem, du Mistvieh? Ja, ich merke das schon. Oh, Kacke. Scheiße, das sieht aus... Ja, was ist... Ist das nicht faszinierend? Diese goldenen Filamente haben irgendetwas Engelhaftes an sich.
wie gefrorenes Licht. Die Typhon weben es aus dem Nichts. Aber warum? Wir haben viele Theorien, aber keine guten Antworten. Noch nicht. Ich wünschte, du wärst bei mir morgen. Nicht so, wie du jetzt bist, sondern wie du einmal warst. Ich weiß, zusammen könnten wir es schaffen. Wie in alten Zeiten. Ja, ich bin mir halt auch nicht sicher, dass unser Bruder jetzt so ganz böse ist. Würde ich jetzt wirklich niemals sagen. Also, ehrlich, der war halt ein wenig größenwahnsinnig. Nennen wir es größenwahnsinnig, oder? So, was haben wir hier für Programme? Nullwellensteuerung. Setzen den Nullwellentransmitter mit in die Testkammer und die Fähigkeiten des Min... Okay. Ah ja, okay. Kann ich dich jetzt kaputt schießen? Nein. Okay, dann haben wir hier noch mehr. Mimiktheorie. Wir haben hier noch mehr. Was ist das denn? Von Rory Mannion. Wird Zeit, Wetten abzuschließen, wie es tatsächlich funktioniert. Ich setze natürlich auf Nummer 2. Erstens. Halluzinogenes Feld. Mimics projizieren ein Feld, das dem Beobachter nur vortäuscht, das Objekt zu sehen. Taschendimension. Zweitens. Mimic tauscht in einem Paralleluniversum den Platz mit dem Objekt und hält die Verbindung via Wurmlach aufrecht. Drittens. Transputation. Mimic ordnet seine Atome und Moleküle neu an, behält dabei aber sein subjektives Bewusstsein. Beides gute Theorien. Alle drei. Nach den letzten 6 Monaten tippe ich auf Magie. Eroberer der Kuppel. Eroberer der Kuppel 3. Pilgerreise zur Autarkie der Verdammten. Kam mit meiner letzten Sendung. Sag Bescheid, wenn du es herunterladen möchtest. Die Höhlen sind alle von Hand gemacht. Okay. Wer war dieser Kerl? Von Anneliese Gallegos. Kommt dir der Name Lanzetta bekannt vor? Dr. Gus Lanzetta? Ob du es glaubst oder nicht, er hat einmal eine Woche lang bei uns gearbeitet. Eine Woche lang? Die Woche, bevor dem kompletten Wissenschaftspersonal die Neuromods aus dem letzten Quartal entfernt wurden. Er hat seinen Ausweis in einen Spind gelassen. Ich habe die IT gebeten, sich einmal sein Konto anzusehen, bis auf seine Anmeldedaten wurden alle Inhalte gelöscht. Wer zur Hölle war der Kerl? Oh, Lanzetta, der lag doch da unten, gell? Ja, feini fein. Aber meine lieben Zugucker, ich mache jetzt hier einen Schnitt und im nächsten Part geht es dann direkt weiter. Das sind hier die Theorien tatsächlich. Ja, dann geht es im nächsten Part weiter und wir gucken hier noch ein bisschen weiter. Also, dann passt auf euch auf, bleibt gesund und habt einen wunderschönen Tag. Moment mal, woher weiß Alex, was wir gerade gesehen haben? Woher weiß der das? Jetzt mal ohne Scheiß, wo ist hier eine Kamera? Woher wusste der das, dass wir das gesehen haben gerade? Das ist ja super weird, okay? Na gut. Also, meine lieben Zugucker, passt auf euch auf und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und bis dahin. Ciao.